Egal ob für die Stalter, Strofer und Velox Einzelteile oder auch Proteas Baukomponenten. Das Granum Vault schalten wir nach der Deadlock Protokoll Quest frei, welche du auch vor dem Schauen von diesem Video abgeschlossen haben solltest, damit du dich selbst nicht spoilerst. Ohne um den heißen Brei zu reden, zeige ich dir jetzt in diesem kurzen Video, wie du in die neue Missionsart gelangst und wie schnell und leicht die Einzelteile erfarmt werden können. Da wir bereits aus der Quest kennengelernt haben, dass wir mithilfe einer Granum-Krone das Portal öffnen können, gilt es nun daran, diese zu erfahren. Auf dem Corpus Shift-Teilset, also den brandneuen Missionen, können sogenannte Kämmerer spawnen. Diese erscheinen innerhalb von 5 bis 8 Minuten bei Endlos-Missionen wie Überleben oder Verteidigung und innerhalb von 2 bis 4 Minuten bei allen anderen Missionsarten. Eine Gefangennahme oder Sabotage lässt diesen folglich deutlich schneller spawnen. Die Kämmerer haben dabei einen einzigartigen Schild, welcher 99% jeglichen Schadens absorbiert. Außerdem fliehen sie und verschwinden, falls wir sie nicht innerhalb von 90 Sekunden töten. Sobald die Schilde beseitigt sind, ist es ein leichtes, den Kämmerer zum Boden zu bringen. Daher empfiehlt sich magnetischer Schaden als Schildzerstörungsmittel, da Gift und Direktschaden ebenfalls die Kämmererschilde nicht durchdringen können. Je nach Level droppen diese Kämmerer nun unterschiedliche Münzen. In Mission bis Level 15 tragen sie die normale Granum-Krone, zwischen Level 16 und 30 die Exemplar-Granum-Krone und ab Level 31 und höher die Zenit-Granum-Krone. Die Münzen sind auch leicht unterscheidbar an der Menge des hellblauen Korpus leuchten. Aufgrund dieser Levelabhängigkeit finden sich spezifische Kronen nur auf bestimmten Planeten. So gibt es die Standardvariante auf Venus und Phobos, die mittlere auf Jupiter und Neptun und die höchste ebenfalls auf Neptun und Pluto. Wodurch Neptun der einzige Planet ist, auf welchem gleichzeitig zwei verschiedene Varianten erfarmen werden können. Falls du dir also die Krone erfahren möchtest oder eine bestimmte Krone mehrfach benötigst, empfehle ich diese Mission. Übrigens, Necros oder auch ein raubender Hydroid haben leider keine Wirkung auf ein Kämmerer. Dieser droppt immer nur einmalig. Wenn wir nun unsere Münzen haben, können wir an den goldenen Händen das Portal ins Granum Vault öffnen. Dabei entscheidet die Höhe der Münze, welche Einzelteile wir beim erfolgreichen Abschließen erhalten können. Nehmen wir Protea als Beispiel, dann erhalten wir zu 11,11% Wahrscheinlichkeit jeweils die Neuroptics in einer normalen Krone, die Chassis mit einer Exemplarkrone und die Systeme mit der Zenitkrone. Diese sind dabei als Rang 3 Belohnung festgelegt, was bedeutet, dass wir den Rang 3 im Granum Vault erreichen müssen. Hinter dem Portal haben wir nämlich 60 Sekunden Zeit, ganze 75 Punkte zu erreichen. Einen Punkt erhalten wir dort durch das Töten eines verirrten Phantoms. Das sind im Prinzip Kämmerer, welche Pavos Granum ins Void gefolgt sind und dadurch zu solchen Kreaturen verzehrt wurden. Da 60 Sekunden nun ziemlich knapp für 75 Punkte werden können, lassen die Phantome zufällig kleine goldene Pyramiden fallen, welche auch so normal im Void gefunden werden können. Diese fügen dem Timer 5 weitere Sekunden pro Pyramide hinzu. Sobald ein Phantom getötet wird, erhalten wir einen Punkt und eine Partikelversion von ihm bleibt zurück. Ähnlich wie bei den bereits bekannten Womba-Listen. Diese hinterbliebenen Partikelphantome können sich entweder neu kombinieren und ein weiteres Phantom erschaffen, welches 15 Level höher als die anderen ist, oder mit der Xoris-Nahkampfwaffe absorbiert werden, welche dieser ein Stack hinzufügt. Diese uns durch die Quest bereits bekannte Nahkampfwaffe hat in dieser Dimension eine sehr coole Eigenschaft. Mit 3 vollgeladenen Stacks bzw. absorbierten Partikelphantomen können wir einen schweren Angriff mit der Waffe machen. Am PC wäre das beispielsweise die mittlere Maustaste und die Korpusgliefe fortwerfen. Reaktivieren wir die Taste, während sie sich im Flug befindet, so explodiert sie in einem gigantischen Radius und vernichtet mehrere Phantome auf einmal. Alternativ können wir mit dieser Explosion auch die 3 Solaris-Gefangenen befreien, wenn wir die vollständig geladene Explosion neben diesen auslösen. Und diesen Solaris gibt es immer 3 Stück im Void, welche uns insgesamt 60 Sekunden, also 20 Sekunden pro Befreiung schenken können. Doch reicht das trotzdem, um 75 ganze Punkte zu erreichen? Besonders da sich die Zahl an nötigen Punkten pro zusätzlichen Mitspieler im Void um 25 nochmal erhöht. Also im vollen Squad bei 150 für alle 3 Belohnungen enden kann. Das Granum Vault kann im Alleingang schwer zu bewältigen sein, im Team dafür umso leichter. Und selbst wenn wir alleine spielen wollen oder müssen, reichen schon die richtigen Frames oder auch eine gut gemoddete Xoris, zu welcher der liebe Nosvarak auch ein Guide gemacht hat. Schauen wir uns die Möglichkeiten also mal etwas genauer an. Wir müssen möglichst schnell viele Gegner töten, welche im normalen Vault zwar nur Level 10 sind, dafür im höchsten aber schon Level 50. Als erstes kommt dabei Mesa in den Sinn. Mit ihrer vierten Fähigkeit Friedensstifter kann sie problemlos in einem Bruchteil der eigentlichen Zeit genügend Punkte sammeln und das auch ohne nur einen einzigen Solaris befreien zu müssen oder eine einzige Pyramide einzusammeln. Aber es gibt noch viele weitere Alternativen. Die effektivsten sind dabei Volt mit seiner massiven Entladung, Revenant mit seinem Totentanz, Equinox mit ihrem Verstümmeln und so weiter und so weiter. Wenn gerade nichts Gutes da ist, keine Sorge, eine gut gemoddete Xoris reicht wirklich. An dieser Stelle zeige ich nur Mesas Mod-Setup und das ihrer Regulatoren, damit die Mission regelrecht überrannt werden kann. Und da sie mit Abstand von allen die stärkste Variante darstellt. Nicht nur gegen die hohe Schadensreduktion der Kämmerer.
Auf Mesa ignorieren wir ihre Reichweite. Diese kann für diese Zwecke so niedrig sein wie nötig. Stattdessen stellen wir sicher, dass wir mindestens 160% Fähigkeitsdauer und 160% Fähigkeitseffizienz besitzen. Diese sind nämlich die Schwellwerte, um auf unsere Friedensstifterfähigkeit die Minimalkosten von 3,75 Energiepunkten die Sekunde zu erhalten. Das erreichen wir mit Hilfe von flüchtiger Expertise, welche uns zwar in negative Fähigkeitsdauer stürzt, da es dafür jedoch deutlich bessere, stärkere und mehr Mods gibt, bringen wir sie mit Hilfe von Prime Kontinuität und engständig auf Kosten der Fähigkeitsreichweite wieder hoch. Letzteres beeinflusst unseren Friedensstifter jedoch überhaupt nicht, wodurch wir getrost die negative Reichweite in Kauf nehmen können. Nun benötigen wir noch einen ordentlichen Energiepool durch Fluss und am besten sogar Prime Fluss, Vitalität als Überlebensmod, damit wir im Notfall nicht sofort beim Nutzen der Fähigkeit umfallen, und neben der rüstungsreduzierenden Augment-Mod nutzen wir alles andere auf Fähigkeitsstärke. Da uns engständig so viel Fähigkeitsdauer gibt, können wir sogar mit der flüchtigen Stärke einige überflüssige Prozent davon wieder abziehen und in Fähigkeitsstärke umwandeln. Verstärken, Auge Geheimnisse und die kraftvolle Trift noch weiter dazu und schon hat die Fähigkeit einen Schadensmultiplikator von über 3. Da Arcana-Geschwindigkeit mit den Regulatoren funktioniert und deren kritische Treffer in Feuerraten-Boni umwandelt, lohnt sich dieses Arcana besonders. Und zu guter Letzt noch Arcana Arachne, welches unseren Schaden nochmal erhöht, nachdem wir uns kurz an der Wand festgehalten haben. Das Modding der Regulatoren ist dabei simpel, grundsätzlich auf Schaden, Feuerrate und Mehrfachschuss. Das erreichen wir mit Hornissenstich, tödlicher Schwall, Revolverheld und Laufstreuung. Primed cleverer Schachzug nutzt dabei den hohen kritischen Multiplikator aus und erhöht die Wahrscheinlichkeit, diesen zu erhalten. Primed Panzerbrecher steigert diesen noch weiter, um mehr als das Doppelte. Und die letzten zwei Mods verleihen uns den korrosiven Schaden durch Zuckungen und Pathogenprojektile, welche auch besonders eine Schwäche der verirrten Phantome ist. Wenn dir das Video gefallen hat, dann unterstützt du nicht nur mich, sondern auch alle zukünftigen Videos mit einem Daumen Richtung Corpus Credits. Wenn dir noch weitere Tricks oder Taktiken für das Granum Void einfallen, dann schreib das gerne in die Kommentare. Abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein neues Video zu verpassen und immer auf dem neuesten Stand zu sein. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Scholatina!